Februar 45. Wolf. Eben las ich Papas Brief. Diesen schreibe ich im Bett. Ich liege gerade mit leichter Grippe im Revier. Die Situation ändert sich ja jetzt stündlich. Nur mühsam kann man sich hier ein verspätetes Bild machen. Was mit uns geschehen soll, ist uns völlig verschlossen. Noch geht der alte Betrieb in der üblichen starren Ordnung weiter, obwohl alle, Poliere wie Soldaten und Arbeiter, um seine Dauer wissen. Heute hörte ich, dass offiziell im Radio von der Verteidigung Berlins gesprochen wurde. Bitte schreibt mir, wie ihr die beiden schweren Luftangriffe überstanden habt. Vielleicht kommt der besprochene Augenblick bald. Vielleicht ganz anders, als wir erwarten. Ich hoffe wenigstens, dass wir im gegebenen Moment das jeweils Sinnvollste erkennen und auch tun können. Es ist das Kommende im Sein, das uns alle betrifft, so ungewiss. Wir warten.